Genau, wir müssen auch darüber reden, was ich haben kann und was ich haben will im Idealfall. Wo ist das Bild? Das sind nur Snapchat-Bilder. Ugh. Habe ich das Bild geschlossen? Da war doch... Ah, Moment. Moment. Da ist es. Und zwar ist es ein Bild vom LR-Pool. So, gib mir einen Moment. Okay. Also. Der LR-Pool. Was wir hier für verschiedene Charaktere haben. Reden wir darüber, welche ich habe. Ich habe Kale und Cauliflower. Ich habe Baby. Dann habe ich das GT-Trio, Trunks. Iris habe ich und Freezer. Und den Rest nicht. Das bedeutet... Monatswechsel, Grüße aus dem Hospital. Oh, großer Gott. Epikurios, 10 Euro. Vielen lieben Dank. Und ich hoffe, dir geht's demnächst besser. Außer du arbeitest da. Je nachdem, man kann nie wissen. Vielen lieben Dank. Auf jeden Fall. LR-technisch fehlen mir unfassbar viele. Wahrscheinlichkeit, dass ich was Neues bekomme, ist extrem hoch. Das heißt, das ist eine Sache, für die ich auf jeden Fall bereit bin. Bei den UR-Units, die es so gibt, ehrlich gesagt nicht allzu viele interessante Dinge. Da habe ich im Großen und Ganzen alles, was cool wäre, wären Beerus oder für den Fall der Fälle, Kevlar. Ist Beerus überhaupt dabei? Ich weiß gar nicht mehr. Ich will auch nicht die ganze Liste durchgehen, weil es einfach so viele sind. Aber gut, machen wir Step-Up. Falls ihr mit Step-Up nicht vertraut seid, seht ihr? Hier sind die verschiedenen Steps, da steht, wie viel Stones es jeweils kostet. Und in jedem Step bekommt man eine garantierte Featured Unit. Und Step-Ups sind super gut, am Ende bekommt man dann LA und es ist der beste Stoff. Darauf sollte man immer sparen. Ich habe in Step 2 LA Androids 16, 17 und 18 bekommen. Ja, das ist natürlich die Hoffnung, dass ich noch mehr LAs bekomme, außer im letzten Step. Aber wir haben 3 Rotationen, das heißt, uns steht einiges bevor. Fangen wir einfach an. Und sehen, was wir bekommen werden. Der Sound klingt auch wirklich schlecht durch diese Capture Card. Sehen, das sind 4 Charaktere. Ich glaube, uns steht die Featured Unit bevor. Oh, yes. Die Fusion. Warum sind jetzt schon wieder schwarze Balken hier? Warum tauchen hier die ganzen schwarzen Balken auf? Was soll der Schwachsinn? So, wir haben C18. Relativ belanglos. Gott, es tut mir leid, dass dieses Capture-Bild gerade so mies aussieht, aber... der Glückshut kommt noch früh genug zum Einsatz. Und ja, ich habe den Glückshut griffbereit. Selbstverständlich. Was dachtet ihr? Dachte ich, bin jemand, der keinen Glückshut griffbereit hat, oder was? Die Farben sind auch viel zu grell. Also der Kontrast ist viel zu hoch. Oh, oh, wow, oh, ein Fake-Out. Und wir bekommen C17. Ist okay. Kann ich denn damit Rainbowen? Oh, wir bekommen noch mehr. C17 ist schwer in Ordnung. Fantastische Unit. Und nein! Ach. Das ist Super Saiyan 4 Goku Nummer 6. Nein, Moment, Nummer 7. Aber der? Ziemlich gut. Damit kann ich auf jeden Fall was anfangen. Außer mein Boy 40 Monate Resub und Kartoffelbeast 34. Vielen lieben Dank. War ein guter Step an sich. C17 ist eine gute Unit. Kann ich mich nicht beschweren. Ist eine gute Ute. Machen wir weiter. Mit Step Nummer 2. Keine Ahnung, was man da bekommt. Extreme Category Leader oder sowas. Oh. Könnte das LR bedeuten? Tenshin Han und Shao Zhu. Bin besser raus. Das könnte ziemlich gut sein. Komm schon. Nein? Was? Nein? Wie nein könnte? Gott! Yes! Yes! Oh mein Gott! Im wahrsten Sinne des Wortes. Oh, los geht's. Ugh, der ist nicht so gut, glaube ich. Ich habe keine Ahnung. Oh, yes. Cell Junior. Ugh, Bido. Als ob irgendjemand den Namen von dem Typ wissen würde. Oh. Oh, das ist der End. Das ist der End, Future Gohan. Yes. Wolltest du den nicht haben, Trigger? Meintest du nicht, dass dir der noch fehlt? Ich traue gar nicht, das Zeug wegzuklicken. Schlecht gezeichnete C18. Oh, Jaco. Ist das der, den ich behalten will? Ist das der World Tournament, Jaco? Oder ist das der falsche? Den willst du behalten? Okay. SR Bardock. Komm schon, wo sind die anderen SSRs?
Jiren Diop, ziemlich gut. Akzeptabel, werde ich mich nicht drüber beschweren. Oh, das war's. Warte, waren das vier? Warte. Hey. Hey. Hey, bedeutet Gott nicht, dass man vier SSRs bekommt? Hey. Hey. Hey, da fehlt einer. Drei? Gott sind drei? Gott ist 3 plus. Oh, ich dachte, es wären 4 gewesen. Ja, trotzdem. Das war ein fantastischer Multi. Und danke, Memo. Dir auch, frohes neues Jahr. Das war ziemlich akzeptabel. Ich meine, wir bekamen Gohan und Jiren raus. Das kann eigentlich alles. 170er Leader für Hybrid Saiyans Category. Oh, und er kann transformieren. Oh Gott. Angriff und Verteidigung plus 100%. Ich meine, und? Oh. Okay, bei unter 58% der Leben bekommt man 58% weniger Schaden. Und der ist noch ein Supporter. Erhöht Verteidigung leider nur für eine Runde. Das ist okay. Weil er transformiert. Ich mag den Look nicht von Super Saiyajin Future Gohan. Und dann erhöht sein Angriff, wenn er transformiert ist. Nicht nur für eine Runde, sondern dauerhaft. Nicht verkehrt. Komm schon. Mach doch. Oh, und er bekommt... Oh. Plus 30% Angriff und Verteidigung pro Bond of Master and Disciple Category. Die im gleichen Runde angreift. Das ist eine Menge Bonus. Und ein super Angriff, wenn man gegen Cyborgs kämpft. Was nicht so oft vorkommt, aber yo. Yo, warum hat er 2 Arme? Das war noch vor dem Vorfall. Außerdem, der hat 23 Monate Resub. Wir nehmen dann, yo. Der Gohan. Der ist gut. Machen wir weiter. Nächster Step. Der war schon mal absolut wert. Jiren war bei mir jetzt Dupe Nummer 3 oder so. Was ist das, diese 3 random Units? Ich auch hoffe, dass es eine Fusion ist. Ich wollte mich gerade fragen, was soll der Schwachsinn? Was bedeutet eigentlich, wenn man Vegetto Blue bekommt? Ist das dann sicherer LR oder so? Videl? Ja, okay. Gut zu wissen. Rare Piccolo. Ich will nicht zu früh drücken, um vielleicht den Überraschungsmoment von dem SSR zu ruinieren. Aber gleichzeitig will ich auch nicht warten, bis es komplett vorbei ist. Guldo! Yes! Und hey, AGL Rose. Das ist an sich ziemlich gut. Problem ist nur, dass ich LR Int Rose habe. Das heißt, der bringt mir nicht allzu viel, aber gute Unit an sich. Problem ist nur, ich weiß nicht ganz, welche Situation er den LR Int jemals ersetzen könnte, ehrlich gesagt. Vor allem, weil er schon sein Easy A hat. Ich meine, der Int sollte... Hey! Hey! Okay! Ich meine, ich habe nichts dagegen, ihn zu rainbowen. Oh. Komm schon. Oh, yes. Oh mein Gott, yes. Ich glaube, das ist Tube Nummer 3 von Gogeta für mich. Oh, oh, das ist der gute Stoff. Oh, ich sag's euch, wenn ich den Gogeta rainbowen kann, dann wäre für mich sowas von bereit. Sind wir jetzt beim... Okay, vorletzter Step. Super Slash Extreme Class Category Leader. Oh, der ein cooler. Das ist der Stoff. Oh, für zum Beispiel Super Battleroad. Super Battleroad habe ich nie gemacht, weil ich da immer super verkacke. Aber ihr würdet sagen, dadurch, dass er Verteidigung stacken kann, ist er hilfreich. Okay. Ich bekam 2-mal UI Goku. Es hat ungefähr den gleichen Vibe gehabt. Nein, ich würde sagen, der Rose sollte besser sein als UI Goku. Aber ich setze UI Goku gerne ein. Das heißt, er hätte mir wahrscheinlich mehr gebracht. So, vorletzter Step für Rotation Nummer 1. Yamshu und Majin Buu. Okay. Das ist eine interessante Kombination. Aber dafür bekamen wir noch Vegetto. So, was haben wir diesmal? Gott, ich liebe dieses Step. Also, wir bekommen einfach so viel guten Stoff. Und dann bekommt man manchmal Kid Buu. Oh, ist der neu? Warte. Int Kid Buu. Was ist Int Kid Buu? Bekommt er ein Easy A? Irgendwas war doch mit dem. Der bekommt ein Easy A aktuell, oder? Irgendwas, ich habe letztens seinen Namen gelesen. Letztens habe ich Int Kid Buu gelesen. Was hat's mit ihm auf sich? Ja, er bekommt eins. Bald. Okay, das heißt, das ist 1er Ausbeuter. Der bekommt in der Woche sein Easy A. Yo! Na, das trifft sich ziemlich gut. Da haben wir... Great Saiyaman. Habe ich den schon? Kenne ich den? Ich muss ihn gleich mal anschauen. Ich bin mir unsicher. Spiele ich Dragon Ball Legends? Nein. Mir reicht ein Dragon Ball Gacha-Spiel. Buu-Saga-Support. Ich habe einige gute Buu-Saga-Charaktere inzwischen.
Ich bekam Attack Margin Buu, als der neu war, was ganz cool ist. Mario, vertrau nicht auf die, wenn sie, wenn sie bald sagen, kannst wie Kell und Cauliflower enden. Das verstehe ich nicht. Oh, yes! Oh, mein Gott! Der Shape-Up Margin Buu! Oh! Und doch Zamasu! Oh, mein Gott! Ich glaube, damit habe ich ihn Rainboard. Oh! Was für ein Multi! Oh, mein Gott! Da fehlen mir die Worte. Der wird mir gleich ganz schwindelig. Oh, mein Gott! Okay. Was haben wir? Was ist Great Sireman? Habe ich den schon? Nein. Was ist der? Razor Attack. Ah, ist okay. Könnte hilfreich sein. Ceiling Enemy Super Attack. Huh? Und der ist Supporter für Majin Buu Saga. Interessant. Ich würde sagen, gute Unit. Wenn ihr mich fragt. So, dann genau, Majin Buu, Kid Buu brauchen wir uns nicht anzuschauen. Der ist nämlich, nein. Komm schon. Der wird nicht relevant sein. Kann Gegner stunnen. Was ist sein anderer Effekt? Oh. Oh. Warte, was? Angriff und Verteidigung plus 150%, Key plus 3 und weitere plus 150% und eine hohe Chance, gegnerischen Angriffen auszuweichen. Für 7 Runden. Was? Oh mein Gott! Ich habe das Gefühl, wenn der im Spiel ist, dann kommt es nicht zu mehr als 7 Runden. Yo, das ist stark. Dann würde ich sagen, es ist an der Zeit für den LR-Step. Oh, das ist unfassbar gut. Dogon Battle habe ich nie verstanden, es war mir immer zu kompliziert. Es ist relativ hart reinzukommen, dem stimme ich zu. So. LR-Step. Los geht's. Eine super Battle Road Unit. Sehr schön, ich bekomme ein paar super Battle Road Units. Huise. Gott. Nein! Puh. Nail! I can sense you! Ich muss. Fanny, wir sollten Dragon Ball Bridge ein bisschen schauen. Yes! Nein! Nein, das ist nicht der Wiss, den ich wollte. Oh. Ich weiß nicht, ob der gute Wiss hier drin ist, aber ich habe mich trotzdem ein bisschen gefreut. Klassischer Guldo. Wann kommen eigentlich endlich mal neue Ginyu Force Units? Dafür wäre ich bereit. Nein, nice! Oh! Der eine gute Namekianer! Nappa! Yes! Ihr werdet jetzt sagen, oh, warum yes? Ich habe das World Tournament gemacht! Auf Schwierigkeitsgrad mal 3, okay? Mein Gegner hat den Nappa. Nappa hat einen Spezialangriff gemacht und der hat mich sofort gekillt. Auf mal 3! Auf Schwierigkeitsstufe 3! Der Nappa ist so cool. Oh, ich bin so bereit dafür. Ich hab ihn heute zu spüren bekommen. Ich war nicht. Oh, das ist so ein cooles Artwork. Er kann fusionieren. Ist mehr eine Absorption, aber ist okay. Oh nein, Verti Rivals. Ich kann das Wort nicht aussprechen. 150%. Namekiana 170%. Nappa ist die beste neue World Tournament Unit. Oh, wirklich? Ich meine, ich hatte schon mal eine Vermutung. Okay, das heißt, ich werde mein World Tournament Team etwas umstellen und Pure Saiyans Leader Vegeta als Leader verwenden. Ist LR Trunks und Mai gut? Kommt drauf an. Ich fand sie okay. Oh, und erhöht verteilt. Ist das Verteidigungsstacken von Piccolo auch gut? Verdi Rivals, ich weiß. Hast du Dragon Ball Super komplett geschaut? Ja. Yeah. Ich war mit dem Manga aktuell nicht up to date. Sollte ich mal machen demnächst. Ja, was auch immer. Zu viele Effekte, um sie durchzulesen. Gute Unit auf jeden Fall. Nappa. Was kann Happa Happa für Papa Nappa? Das sind nicht viele Medals, die man braucht, um ihn oh, die habe ich schon alle. Das wird einfach, den auf LR. Oh, das ist ein gutes Artwork. Den auf LR zu bringen. Oh, yes. Ich meine, als Leader, wie die meisten LRs, ziemlich unterdurchschnittlich. Causes colossal damage to all enemies. Oh, das ist so gut. Warte, er kann noch. Oh, sie können noch switchen. Oh Gott.
Das sind eine Menge Effekte. Zu Vegeta. Greift der Vegeta auch alle an? Nein. Uch. Warte, wann switchst du zu Vegeta? Was muss dafür passieren? Okay, das dauert also ein bisschen. Das heißt, für World Tournament wird es nicht passieren, dass ich zu Vegeta switche. Oh mein Gott, ich sag's euch, mit dem Nappa werde ich das World Tournament diese Woche. Ich werde das ein gutes Stück farmen, glaube ich. Oh, das lief so gut. Seid ihr bereit für die nächste Rotation? Okay, seid ihr bereit? Multisummon. Ich bin so dermaßen bereit. Das war so eine gute Rotation. Puh, ich bin noch nicht ganz drüber hinweg. Ich wusste nicht, dass mir so viele gute Units fehlen können, aber mein Gott. Komm schon, Blue. Aber gut genug. Ich glaube, Exchange war auch immer optional. Oh ja, das ist sogar noch besser. Nur die 12 Key ist AOE. Komm, ich denke ich trotzdem hin. Ich werde den World Tournament sowieso in keinem allzu optimalen Team spielen, also bekommen wir hin. Ich meine, LR Nappa war sehr angemessen für mich, würde ich einfach mal behaupten. Mit ihm direkt zu starten. Komm schon. Das ist kein guter Step. Komm schon. Was ist das? Wollen mich beleidigen? Oh. Oh, ist das der mit dem Easy A? Oh, das ist der mit dem Easy A, oder? Das ist der Super Saiyan 3 Broly, den ich sogar haben will, richtig? Sehe ich das richtig? Ja, willkommen, Alter. Ja? Oh, was für eine angenehme Überraschung. Ich dachte nicht, dass ich das sagen könnte, wenn es um Super Saiyan 3 Broly geht, aber was für eine angenehme Überraschung. Der ist gut. Okay, immerhin ist soweit auch ein neuer Unit. Gut und gute Besserung, Moggy. Das geht aktuell wieder. Ich fühle mich aktuell nur, als wäre ich, als hätte ich zu viel getrunken, aber ich habe nur 0,3 Liter Cola-Weizen getrunken. Ja, willkommen, FIFA. Yo, FIFA, meine erste Rotation. Oh mein Gott. Oh mein Gott, sage ich dir. Ey, ich bekam so viel gutes Zeug. Puh, machen wir weiter. Wahrscheinlich wird diese Rotation jetzt ziemlich shit, aber das ist okay. Ultimate Gohan und Piccolo. Fusion. Kein Blue, wie üblich. Klingt so, als hättest du die Nase zu gute Besserung. Halt die Schnauze! Fühle ich mich gerade auch, dabei hatte ich auch wirklich nicht viel. Ich meine, bei mir liegt es daran, dass ich ja schlicht und greifend nicht schlafen konnte. Oh. Also geknallt in Silvester! Hat er kein Auge zugemacht! Das müsste auch der mit dem Easy A sein. Wenn mich nicht alles täuscht. Oh! Hey! Hallo Trunks! Über einen Dupe von Future Trunks würde ich mich nie beschweren. Nie würde ich das machen. Der bekommt ein Easy A. Oh, der hat noch keins? Gab es nicht den Super Saiyan 3 für Gotenks, der eins hat? Ich könnte schwören, dass beim Chain Battle der ein guter Charakter gewesen ist. Kann mich auch täuschen. Oh, Tech war das. Ah, oh, verstehe. Und Omega Shenron. Ich meine natürlich Shenlong. Ich würde sagen, grundsolide. Habe ich den Gotenks schon? Nein, habe ich auch noch. Der Gotenks ist auch neu. Omega Shenlong sollte ich... Ja, den habe ich schon. Aber kann nicht schaden, Dupe. Und natürlich weitere Dupe von Future Teen Trunks. Je mehr man davon hat, desto besser. Das ist die Unit, die man immer verwenden kann. Man kann ihn überall reinquetschen. Einfach wirklich, wirklich gut. So, nächster Step. Dann steppen wir mal los. Ja, das ist eine seltsame Ansammlung. So früh wach, frohes Neues. Was heißt früh wach? Ich bin seit 9:30 wach. Der bekommt Fully. Was? Du bekommst gefühlt immer Vegetto. Ja, aber ich weiß nicht, ob das gut ist. Ich glaube, Vegetto zu bekommen ist in dem Fall relativ belanglos. Vegetto bedeutet doch nur, dass man eine Featured Unit bekommt. Dann kommt hier immer Featured. Oh, das ist nicht. Das ist kein guter Step gerade. Oh. Zieh's zurück. Oh, ist das? Nein! Ich will, seit ich das Spiel spiele, diesen dummen AGL Metallcooler und ich bekomme ihn einfach nicht. Ich bekomme ihn schlicht und ergreifend nicht. Es passiert einfach nicht. Ich meine, Int ist gut. Ich habe ihn in meinem Freezer-Team mit Cooler als Sie da. Versteh mich nicht falsch. Die davon ist gut, aber Gott!
Ich bekomme ihn einfach nicht. Oh, ist... Yes! Oh mein Gott! Oh, ich hab so... Oh, ich wollte ihn auch so lange haben. Okay, wisst ihr was? Das ist die zweite Unit, die ich ewig haben wollte. Oh. Oh. Das ist, für Int. Och, den Int kann ich nicht leiden, ehrlich gesagt. Oh, endlich! Endlich! Der ist nicht so gut. Ist mir egal, ob er nicht so gut ist. Ich wollte ihn haben, er ist cool, okay. Schaut euch an. Das ist ein Big Bang Kamehameha. Das heißt da, hundertfaches Big Bang Kamehameha. Und er ist ein Leader für Fusion Category. Ja, das ist ein bisschen outdated an dem Punkt. Ist keine andere Gogeta besser. Extreme Class Enemies, Angriff, Verteidigung minus 20. Ich meine, sieht an sich okay aus, ehrlich gesagt. Ich habe das Gefühl, er wird, wahrscheinlich wird er nicht ganz mit Super Saiyan 4 Vegeta und Goku DLRs mithalten können, aber gut genug. Ein weiterer Dupe davon. Ich habe sowieso ein Zamasu-Team. Vielleicht kann ich ihn dann mal reinpacken im Endeffekt. Und Frogger meinte ja Stacked Angriff. Oh. Oh. Interessant. Gut zu wissen. Das heißt, er und der AGL Rose, die sollten in der Lage sein, ein bisschen Verteilung zu stacken, was ganz nett wäre. Es kommt neuer in Super Saiyan 4 Vegeta. Das weiß ich. Das habe ich mitbekommen. Ups. Warte. Nein, da wollte ich nicht hin. Ich wollte nicht auf Shop drücken. Ich habe mich verklickt. Das gültet nicht. Puh. Vorletzter Step. Oh, ich bin so dermaßen bereit. Los geht's. Krillin. Kleiner Schwerenöter. Warte, 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 warte. Das bedeutet LR, oder? Der lange Strahl. Der lange Strahl müsste, der müsste was Gutes bedeuten. Nein? Wie nein? Warum bedeutet nie irgendwas LR? Wollt ihr mich verarschen? LR wäre, wenn ich zwei Screentracks gehabt hätte oder sowas wahrscheinlich. Zweimal hier am Schuh, das ist ein gutes Zeichen. Selbe wie Super Vegetto. Okay, es bedeutet also Featured Unit. Oh, das ist fürchterlich gerade. Wir bekommen hier gar... Oh, komm schon. Erster Dupe davon. Ziemlich gut, ehrlich gesagt. Denn er ist eine gute Unit. Ich habe ja das Gefühl, dass bei ihm auch bei mir ein bisschen was fehlt. Das heißt, ein Dupe von ihm zu haben, sollte das Problem lösen. Gute Unit. Gute, gute Unit. Aber ja, das war ansonsten nicht das Beste. Machen wir weiter mit dem LR-Step. Vor allem ein guter Leader. Oh ja, dafür verwende ich ihn in erster Linie. So, was wird unser zweiter LR werden? Oh, ich bin so dermaßen bereit. Schaut euch die Jungs an. Das sind alle von Gokus Rivalen quasi. Bekommen wir den Blue? Nein, kein Blue. Ah! Komm schon, gib mir mehr als ein LR. Das ist alles, was ich sehen will. Bulma, richte bitte nicht dieses Ding auf mich. Noch ein Yamshu. Oh, wir haben sie einfach alle. Bojack. Random Vegeta. Oh. Akzeptabel. Akzeptabel. Hätte nichts dagegen, den Talis zu rainbowen, ehrlich gesagt. Er ist lästiger Supporter. Trunks. Ja. Oh, Fake Out. Das ist... Oh, der Hintergrund. Oh, das ist super. Den habe ich auch noch nicht. Ich habe nur Incel mit zwei Dupes. Der müsste auch okay sein für World Tournament, richtig? Oh, das ist der. Ich bin auch ein erst akzeptabel. Das verstehe ich nicht. wir sind gut ins neue Jahr gerutscht. Hast du neben Gogeta 4 was Gutes gezogen? Ja, oh mein Gott, Rotation 1 war super gut. Fistel kann man richtig gut mit Incel spielen. Oh. Ha, Incel. Ziemlich nett. Er greift auf jeden Fall alle Gegner an. Ich glaube, nur wenn man den regulären Spezialangriff macht. Den hatte ich auch ein paar Mal als Summon im World Tournament. Das heißt, ich hab bekommen gerade die World Tournament LRs, was ziemlich akzeptabel ist. Oh shit, das darf ich nicht sagen, oder?
So, genau, unter alles haben wir bekommen. Akzeptabel. Fangen wir also mit der letzten Rotation an. Puh. Letzte Rotation. Es ist noch alles drin. Wir bekommen alles. Krillin und Vegeta. Gokus beste Freunde quasi. Und wieder Vegetto. So wie jedes Mal. Supreme Kai. Ja, sehr aufreizender Ginyu, wenn ihr mich fragt. Random Vegeta. Oh. 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 Weil den gibt's ja auch. Interessant. Den habe ich schon, aber es ist ein Tube davon. Dementsprechend nicht verkehrt. Das ist ganz nette Sache, ehrlich gesagt. Ist bestimmt ein guter Charakter. Ich habe noch nicht wirklich ein Team gefunden, wo er reinpasst, aber irgendwann werde ich eins finden. Eines Tages werde ich eins finden. Excalios, 25 Monate. Reset, vielen lieben Dank. Der dir auch, wo ist neues Jahr? Nein! Und Easy A, Super C17. Oh, wir haben noch mehr. Oh! Oh! Ist das? Yes! Oh, das ist der, der das Easy A demnächst bekommt, oder? Er wird den Incha-Nember ersetzen, richtig? Richtig? Denn das ist doch der. Er bekommt Easy A richtig, okay. Oh, hervorragend. Absolut hervorragend. Super C17 habe ich schon. Ansonsten, den habe ich auch, aber das war ein guter erster Multi, ehrlich gesagt. Entbu bekommt Easy A. Entbu habe ich in der ersten Rotation tatsächlich bekommen. Dauert bei uns noch. Ich habe Zeit. Ich meine, die Unit, wenn ich ihn jetzt habe, dann bin ich bereit, wenn er sein Easy A bekommt. Das heißt, das ist nicht das größte Problem. Auf Global wird es noch ein paar Monate dauern. Ja, dann wiederum bekommen wir das Zeug von JP doch inzwischen auch gar nicht mal so viel später. Er wird das Easy A von LR Prime Battle Super Saiyan Goku empfehlen. Er ist nach dem Easy A sehr stark. Ich habe mir den LR Prime Goku geholt. Genau, weil ich das Easy A machen wollte. Mir fehlen Charaktere dafür. Deswegen ist es aktuell nicht unbedingt eine Option, tragischerweise. Aber ja, ich will es auf jeden Fall holen. Mod Industries, 16 Monate. Resub, vielen lieben Dank. So, Step Nummer 2. Trunks und Goten. Oh, das wäre ein Zeichen. Das wäre ein Zeichen, wenn nicht Featured Units garantiert wären. Oder ist das noch ein guter? Yes! Oh, das ist hervorragend. Ich würde mich nie über den Gott Summon beschwören. Oh, schaut euch den an. Er ist bereit für den Kampf. Schaut euch die Schenkel an. Er trainiert die Beine. Was soll ich davon halten? Schön die neue Super... Ich habe noch nie eine Super Battle Road gemacht im Spiel, ehrlich gesagt. Diese extrem schweren Spielmodi verwirren mich immer sehr und ich weiß nie ganz, was das Spiel da von mir will. Da habe ich keine Lust. Hey! Zweiter Super Janemba. Ja, wenn das Easy A kommt. Da bin ich bereit. Sollte Support Pawn sein. Sind nicht alle Pawns Support? Da ist der zweite Gogeta. Ha! Jetzt bekommen wir schon Dupes von den neuen Units. Habe ich die Pawn nicht schon? Nein, doch, ich habe sie. Ha. Ich meine, ist okay, denke ich, aber ich glaube, ich sehe, warum ich sie nicht awaked habe. Ich meine, ist okay. Naja, das sind zwei Dupes ansonsten. Was ist ein Easy A? EZA. Ein Extreme Z Awakening. Das ist, damit man Charaktere von Level 120 auf 140 bringen kann. Das sind ältere Charaktere, die im Nachhinein dann noch, noch ein neues Awakening bekamen. Neue Units, alles klar, wie neue Units? Das sind für mich neue Units. Müssen mich verarschen. Top Sender, frischer Sub, vielen lieben Dank. Komm schon, du musst mit dem Kontext arbeiten. Oh, schau so unter Attention Han. Nicht, dass irgendwas bedeutet, aber ganz nett. Ich bin ein bisschen enttäuscht, dass wir keinen Random LR bekamen. Warte, Super Saiyan 2?
Was ist das? Die will ich nicht. Tut mir leid, ich bin Klaus von den 1000 Days. Da ist sowas nicht mehr neu. Oh, wenn du erstmal so viel Erfahrung wie ich in diesem Spiel hast. Dann kommt dir gar nichts mehr neu vor. Den habe ich gemalt. Das ist aber auch solide Arbeit. Yo! Oh mein Gott, warte, ist das? Nein, warte, ist nicht. Das ist nicht der! Was ist das? Was ist das? Was bist du für ein Piccolo? Das ist nicht der Gute gewesen. Oh, das ist der Tech, Super Saiyan 4. Sollte ich wahrscheinlich auch irgendwann mal awaken. Das ist der Dupe Nummer 1 von ihm. Sind wir schon beim letzten Step? Nein, ich glaube, es kommt noch. Okay, noch zwei Steps. Huh. Noch zwei Steps. Und dann geht's richtig los. Dann geht's richtig los. Beziehungsweise dann ist es zu Ende streng genommen. Ich meine, wir machen danach noch ein paar World Tournament Multis, aber die sind immer enttäuschend. Das heißt, ich würde mir darum mal keine Hoffnungen machen. Wir werden danach aber mal ein paar schauen, was wir so alles an der Dupes machen können. Oh ja, der Hut. Beim letzten LR-Step werde ich den Glückshut rauskramen, okay? Den brauchen wir noch. Bisher, ich habe ihn komplett vergessen, weil ich bisher so viel Glück hatte. Teen Trunks. Random Bardock. Random C17. Random, Dabura. Tao. Yajirobe, ich sag's euch, in Tenkaichi 3. Mit Yajirobe, ich konnte sie alle besiegen. Muss einfach nur warten, bis er seine Zenzu-Bohne einsetzen kann. Yes! Oh! Ich wollte gerade sagen, das ist ein verkackter Multi, aber yes! Oh, das ist eine der Units, die ich haben wollte. Oh mein Gott! Die gute Kevlar. Wie rum setzt man den Hut auf, damit er richtig rum ist? So rum? Ist das richtig rum? Dann würde ich sagen, es ist an der Zeit für... Oh mein Gott, die Kevlar habe ich nicht bekommen. Ich bekam, als die neu war, Kale raus. Ja, Moment, war die Kale nicht... Bekam die nicht neues Awakening? Wie auch immer. Kevlar habe ich auf jeden Fall noch nicht. Das ist ziemlich gut. Ich habe nämlich ansonsten... Mir fehlt leider noch Tech Cauliflower. Ansonsten habe ich, glaube ich, alle relevanten Universe 6 Units. Cowboy Vegeta. Okay, Cowboy. Dann werden wir mal... Es ist an der Zeit für den letzten Step. Der Hut ist aufgezogen. Das Glück wird auf uns warten. Wir werden zwei LRs bekommen. Oder drei. Vielleicht vier. Das wird der Multi meines Lebens. Seht ihr? Was ist das für eine random Zusammenkunft von Charakteren? Das ist ein langer Strahl. Okay. Der lange Strahl verwirrt mich immer. Der ist seltsam. Glückshut, lass uns nicht im Stich. Oceanus Shenlong. Oop. Ich sehe schon, wir haben aktuell die GT-Units. Cell, Perfect Form. Oh, ist er? Nein, das ist der Shit. Es. Wollte gerade sein, dass so nicht der richtige Metallkugel. Warum dachte ich, dass das Metallkugel überhaupt wäre? Oh, das ist nicht so gut. Hey, wo sind die zusätzlichen Bonus-LRs? Nappa! Erneut! Ich meine, er ist gut, aber... Zweimal Nappa? Ich meine, er ist nett, aber... Das ist das zweite Mal, dass ich ihn bekam. Etwas beschämend. Man kann noch ein Multi machen. Oh, jetzt bei dem Banner. Was ist das? Puh, dann würde ich sagen, wir werfen mal einen Blick auf die Ausbeute soweit. Was seid ihr davon? So, wir brauchen... Oh Gott. Nein. SSR und dann Acquired. So. Das war eine Ausbeute. Mein Gott. Das war eine Ausbeute. Schau euch das an. Es sind einfach so viele gute Units. Ich kann es nicht mal in Worte fassen. Und der Paint-Goku ist auch dabei. Es lief so dermaßen gut. Ich weiß, es waren drei Rotationen, was eine Menge ist, aber... Dennoch ist das wirklich viel. Und dann noch zweimal die Nappa. Der End-Gohan ist gut, yeah. Der End-Gohan ist fantastisch. Dann, Kid Buu wird bestimmt auch cool, wenn das CCA von ihm mal online ist. Und dann bekamen wir, Fit Buu.
Ich meine natürlich den Shape-Up-Bu, was auch absolut fantastisch ist. Snapper, der gute Piccolo, Easy A Broly. Dann noch einige Dupes von vielen Charakteren. Der Cell ist neu für mich. Janemba. Ich weiß nicht, ich denke, es ist absolut hervorragend gelaufen. Und ich habe ein bisschen was zu awaken. Lass mal schauen, was wir als dann Hidden Potential machen können. Moment, kann ich bitte wieder nach Type sortieren? Sonst irritiert mich das alles zu sehr. So, das ist Dupe Nummer 1 für dich. Ich habe nicht mal seinen Spezialangriff gelevelt. Das ist okay. Wir machen natürlich unten rechts frei. Machen wir uns nichts vor an der Stelle. Wenn wir es machen, dann müssen wir es richtig machen. Oh. Shitolo. Keine Ahnung, ob der für irgendwas gut ist, aber ganz nett, denke ich. Außerdem mit hier, 11 Monate, Resub, wie wir lieben Dank. Und Catbox, 2 Monate. Dafür, wie wir lieben Dank. So, was haben wir sonst noch alles bekommen? Oh, wie viel haben wir ihn? Das ist doch ziemlich angenehm. Oben links. Das war ein Charakter, von dem ich wusste, dass ich seinen Spezialangriff nie leveln will. Deswegen habe ich oben links gemacht bei dem dummen Piccolo, okay? Das ist doch... Hey, warte, was fehlt? Oh. Komm schon. Wir haben es geschafft, das zu übersehen. Und Rainbow C17. Oh, du riechst den Regenbogen, mein Freund. Du riechst richtig. Absolut fantastische Unit, ein Rainbow zu haben. Unfassbar hilfreich. Warte, der Piccolo, den haben wir nicht neu bekommen. Was haben wir sonst noch? Goku. Dupe Nummer 1. Wir machen auf jeden Fall hier unten rechts. Machen wir uns nichts vor an der Stelle. Piccolo SA kann man sogar F2P farmen, du Frevel. Ja, aber das ist nicht der gute Piccolo. Das ist ein random Shit-Piccolo. Das ist ein Shitolo. Oh. Er raced Angriff mit jedem Angriff. Dann würde ich sagen, wir wollen auf jeden Fall auf Multi gehen. Und er will auch nicht ausweichen können, weil er auch stärker wird, wenn er getroffen wird. So. Okay. 69% Kaioken Goku. Dann haben wir... Wie viel Jiren habe ich jetzt inzwischen? Oben rechts oder unten links? Ich glaube, oben rechts will ich als nächstes machen, oder? Shitolo hat auch ein Easy A. Ganz useless ist er nicht mehr. Wisst du nicht ganz, welches Team ich ihn packen könnte? Oben rechts, okay. Machen wir das auch direkt, wenn wir schon mal dabei sind. Ja, keine Ahnung. Spielt es eigentlich eine Rolle, was man da nimmt, wenn immer Strahlen und sowas zur Auswahl sind? Ich mache dann einfach immer irgendwas, weil ich mir denke, was soll's. Als ob es jemand interessieren würde. Moment, und hier fehlt noch was. Okay. Die guten Namekianer. Ist die beste Kategorie. Oh. Ah ja, und den Goku bekam ich auch. Das ist wahrscheinlich. Weiß nicht, ob der gut ist oder so, aber ich werde einfach mein Bestes geben, ihn weiterhin zu ignorieren. Man will nur in Strahlen verstärkt RSAs. Ja, das mache ich auch immer. Oh. Ja, von dem Knaben fehlen mir auch nicht mehr allzu viele. Bis wir ihn fertig haben. Was sich gut trifft, weil er in meinem Dingens Emperors Team ist. Was ganz angenehm ist. Also in dem Team mit der Kula als Leader. Besser Partner für Super Saiyan 4 Goku, nur leider braucht er dringend einen Easy A. Ja, Super Saiyan 4 Goku habe ich inzwischen. Ich habe ihn auf Rainbow und zusätzlich noch 2 weitere. Ich denke, ich will auf jeden Fall unten rechts machen bei ihm. Na, vielleicht könnte er jetzt etwas interessanter für mich werden, wo ich. Ich habe seinen Spezialangriff auch nicht gelevelt, wo ich ja einen Dupe von ihm habe. Mal schauen. Was haben wir sonst noch? Trunks? 69%. Das heißt, wir machen auf jeden Fall oben links. Ich habe eben eine Mischung aus. Ist ja Endmetall cooler, nicht shit. Er ist ein Supporter. Er gibt Extreme Units, ich glaube 40% Angriff und Verteidigung dazu. Das heißt, ich würde es nicht shit nennen. Okay, ich will Raise this Attack, das heißt, ich will hier im Idealfall mehr machen. Wenn ihr mich fragt.
Es ist schade, dass sie Kuras Name angepasst haben. Ich mochte Kura sehr. Aber irgendwann mussten sie es wohl leider bemerken. Kura war überlegen, wenn ihr mich fragt. So, was haben wir sonst noch? Haben wir noch was? Oh, wir haben sogar noch einiges. Mit dem habe ich noch gar nichts. Gut genug. Ich meine, ich habe ihn awaked, aber ansonsten habe ich nicht viel damit gemacht. Dann haben wir Zamasu. Zamasu nähert sich auch langsam der Vollendung. Seine finale Form hat er bald erreicht. Macht euch keine Sorgen. Ich habe Zamasu aktuell als Friend Summon drin. Das heißt, wenn ihr irgendwann, wenn ihr im Bereich von Level 350 seid, wenn ihr euch denkt, Mann, warum hat niemand mehr diesen Zamasu als Leader drin? Ich bin für euch da, okay? Was? Du hast AGL Zamasu nicht Trigger? Da hätte ich auch frohes neues Mail. Wie kannst du den nicht haben? Oh, ich habe 0 Dupes von Thales. Das ist Schwaches. So, was hat der denn für ein SA? Okay, ich denke, bei Thales will ich auf Crit gehen. Sehe ich das richtig? Ständig will ich zu profitieren davon, öfter anzugreifen. Oh ja, den Vegeta habe ich auch neu, weil ich ihn mir für Coins geholt habe. Nein, wie nein? Nein, Blödkopf. Was soll das? Meinst du mich? Wenn ja, warum? Womit habe ich das verdient? So eine Behandlung. Ich versuche nur mein Bestes. Ich versuche nur die besten Units zu bekommen, die ich haben kann. Und dann kommt sowas. Additional ist besser, er kann stunnen. Oh, okay. Dann machen wir das. Ehrlich gesagt mag ich Additional selber auch sehr viel mehr, aber Leute meinen immer, oh nein, du musst Crit machen. Okay. So weit, so gut. Ich meine, sollte bei ihm so oder so keinen Unterschied machen, weil damage-technisch ist er nicht unbedingt allzu gut dabei. Dummer Goku. Ich weiß nicht mehr, ob er irgendwas kann oder so. Er sieht einfach so schlecht aus, dass ich ihn ignorieren will. Wenn ich die Möglichkeit habe. So, und... Oh mein Gott! Oh mein Gott! Yo! Oh, das ist hervorragend. Dem werde ich direkt noch ein paar Damage Orbs reindrücken. Recovery Boost, denke ich. Oh, yes! 100! Jetzt speck ich den Regenbogen. Oh, yes. Angriff plus 5. Das hast du dir verdient. Warte, warum habe ich ihnen das gegeben? Das ergibt gar keinen Sinn. Warum habe ich dir Evasion gegeben? Hier, bekommst Multi-Angriff Stufe 5. Wenn es jemand verdient hat, dann du, mein Freund. Was haben wir sonst noch? Crit? Crit ergibt keinen Sinn. Bekommst noch Spezialangriff Level 5. Dieser Gogeta war meine erste wirklich gute Unit in dem Spiel. Und er hat es sich einfach verdient, das bestmögliche Ich zu sein, wenn ihr mich fragt. Ich will noch reversen, ehrlich gesagt. Ich will schauen, wie stark er inzwischen ist. Ah, akzeptabel. Er sagt immer Multi-Angriff, weil ich keine Ahnung habe, was der Begriff davon ist, ehrlich gesagt. Ich will jetzt noch einen Sticker. Ich weiß nicht, ob ich Sticker habe. Oh, das ist eine vollendete Unit, wenn ihr mich fragt. Additional Attack? Ist mir egal, Multi-Angriff erfüllt seinen Zweck. Okay, ich wusste gar nicht, dass ich Sticker inzwischen sogar schnapp. Dann würde ich sagen, uns fehlen noch ein paar enttäuschende Summons. Wenn ihr bereit seid dafür. Denn selbstverständlich habe ich noch ein paar Tickets übrig. Warte, sind das? Okay, es sind 2 Singles. Mal schauen, was wir denn für... Warte, das ist... Ich wollte das andere nicht machen. Oh. Hallo. Jetzt grinde seine Links auf 10, dann bist du fertig. Oh. Ich glaube, darauf kann ich verzichten.
Verzeihung? Das ist fantastisch! Was? Warte, was? Als ob ich hier eine gute Unit rausbekomme. Was? Ja, das war ein Twist, auf den niemand vorbereitet war. Ich wollte eigentlich hier unten Multis machen. Summons. Du bist Piccolos besten Freund. Du meinst Gott. Das ist die Single Summon Power, von der ich so viel gehört habe. Zeig Namekiana, Team. Wir können mal schauen, wenn du willst. Aber ich würde dich nicht allzu sehr freuen. Ich glaube, den habe ich schon. Nein, warte, was ist? Ist der gut? Ja. Bin mir sicher, vor 6 Jahren war er bestimmt mal okay. Ich glaube, er hat ein Easy A, bin mir auch nicht sicher. Ah, ich weiß auch nicht. Ich wünschte, man könnte, wenn sie würden die Easy A's mal vernünftig anzeigen. Ich weiß wirklich nicht, warum sie es nicht einfach machen. So. Auch dann nicht. Auch dann ist er nicht gut. Ich meine, ja. Yeah. Das ist nichts. Man kann nie genug hier am Schuss bekommen. Aus dem Rücken, Ronny. 3 Monate. Resub. Vielen lieben Dank. So. Wir verschwenden noch die Tickets und dann sind wir erstmal fertig für heute. Majin Buu und Tenshin Han. Ja, das ist ein Paar, das man nicht oft zusammen sieht. Und dann werde ich demnächst erstmal, ich habe erstmal ein paar Units zu awaken, habe ich das Gefühl. Pumphut. Okay. Ich möchte bitte Bakterian haben. Das war die beste Turnier-Unit von allen. Oh, diese nicht SSR-garantierten Single Summons sind so unbefriedigend. Ja, der unsichtbare Mann ist auch okay. Er ist auch okay. Ich meine, er hat einen guten Auftritt. Man musste Bulma nackt sehen, damit er seine blutige Form annehmen kann. Das ist wahre Kampfkunst. Versteht ihr? Kommen wir einfach nochmal. Was? Wie was? Hast du den Manga nicht gelesen? Oder Anime gesehen? Krillin hat ja das Oberteil von Bulma runtergezogen und dann hat er. dann Muten Roshi alles vollgeblutet. Oh, sie war nicht ganz nackt, sie war nur obenrum nackt. Okay, Verzeihung. Oh, das versüßt. Das ist der Abschluss, auf den ich gewartet habe. Das ist der, auf den ich gewartet habe. Bakterian, der mächtigste und stolzeste aller Kämpfer. Bekomme ich jetzt wenigstens noch einen SSA aus der ganzen Scheiße oder ist das jetzt wirklich einfach nur nichts? Dieser Typ kämpft mit seinem Körpergeruch und deswegen konnte er Krillin gegen ihn gewinnen, weil er keine Nase hat. Und da ist junge Bulma. Wow. Diese World Tournament Singles, das ist fast zu gut, ehrlich gesagt. Wobei ich da mal LR Tenshin Han rausbekam. So, und jetzt schauen wir uns mal mein Namekiana-Team an. Beziehungsweise, was ich ja Namekiana als hätte. Wo sind die Nameks? Ich hab keine Ahnung, ich habe nie nach Namekiana gesucht. Da, Namekians. Ja. Es sind ein paar. Ich glaube, ich könnte daraus ein Team machen, ehrlich gesagt. Wenn ich so drüber nachdenke. Wie fehlt die eigentlich? Warte, ist das? Nein, warte, welcher war der LR? War er der LR? Nein. Du? Nein, warte, welcher war der LR? Du! Tech! Ja. Sollte ich schaffen. Vor allem jetzt, wo ich ja zweimal den, Hapa Hapa für Papa Nappa hab. Ja, sollte es mir erleichtern, im World Tournament etwas voranzukommen.
Ja, das sind akzeptable Namekianer-Units, ehrlich gesagt. Also nicht das EZA von Tekka da Goku gemacht. Nein, dafür fehlt mir die Units. Ich hab nicht nachgeschaut, aber an sich habe ich den Goku geholt, damit ich potenziell irgendwann mal das EZA machen kann von ihm. Jedoch kann ich es aktuell noch nicht machen. Sonst setzt du ja Tech Lord Slug. Ja, wie gesagt, mir fehlen die Charaktere dafür. Ich habe nur den Prime soweit geholt. Wir werden dran arbeiten. Oh, übrigens, habt ihr gesehen? Ich bekam den Teen Gohan aus dem einen Banner, als er gerade neu war. Und mein Gott, dieser Teen Gohan, er ist eine super gute Unit. Er ist nämlich im Großen und Ganzen wie LR, Super Saiyan 4, Goku und Vegeta. Wenn du hast ihn bekommen, ja, im ersten Multi. Danach war ich der Meinung, ich sollte noch mehr machen, noch zwei weitere gemacht, dann bekam ich da nur Schrott raus. Aber das war es wert. Er ist so eine gute Unit. Er bekommt immer seinen Spezialangriff voll. Er kommt immer auf die 16 Kilo, wofür auch immer er für seinen Ultra-Spezialangriff braucht. Wirklich gute Unit. Sehr, sehr zufrieden damit. So. Dann würde ich ja fast sagen. Oh. Ich werde mir ein paar Coins holen. Wie viel bekomme ich dafür? 60? 120! Jo. Ich würde sagen, Der nächste Charakter für die roten Coins ist nicht mehr so weit entfernt an dem Punkt. Kann ich bitte... Was hast du aus dem Step-Up bekommen? Eine Menge. Du kannst... Ich glaube, es wäre sinnvoll, wenn du die Aufzeichnung dann reinschaust. Vor allem habe ich die ganzen Dupes inzwischen auch schon eingelöst und sowas. Oh, 3 Stones. Danke. Weiß ich zu schätzen. So. Noch 30 Coins für Texel. Den Tech Cell habe ich... Ist das der mit dem EZA? Das habe ich nämlich gemacht. Und dann war ich enttäuscht, weil ich mein ganzes Geld verschwendet habe. Ah, ich bekomme 30% Angriffsverteilung für jeden Orb. Nein, 15 war es, glaube ich. Und der ohne EZA bekommt 12. Es ist wirklich shit. Oh, Gott.